Guten Tag, mein Name ist Guido Matuszewski, ich bin Außendienstmitarbeiter bei der Firma TSO und darf Ihnen heute das neue Stahlsgerät Sumitomo T72C Plus, das Unboxing, die Inbetriebnahme, das Auspacken des Stahlsgerätekits T72C Plus von Sumitomo zeigen. In diesem wunderschönen kleinen Karton wurde das Stahlsgerät geliefert, das komplette Stahlsgerätekit. Der Koffer ist im Grunde genommen so gebaut, dass er funktionell auch genutzt werden kann als kleine Arbeitsstation, so man die Möglichkeit oder Anforderung hat, nur kurze, wenige Spaß an einem Punkt zu machen, kann man den Koffer, wie gesagt, als Arbeitsstation nutzen, als Arbeitstisch nutzen, indem man dieses kleine orangefarbene Kläppchen von der Deckelseite entsprechend rauszieht. Man kann den schön hier an der Vorderseite, an der Frontseite entsprechend einhängen. Und hat hier die Möglichkeit, jetzt sein Trenngerät abzustellen. Hier kann man sein Spaßgerät, seine Utensilien ablegen und sicher also entsprechend den einen oder anderen kleinen, schnellen Spaß entsprechend erledigen. Als allererstes lacht uns der neue Sumitomo T72C Plus Spleißautomat entgegen. Ein kleines handliches Gerät, das tatsächlich inklusive des Akkus nur wenig über 2 Kilo wiegt, 2,2 Kilo, um genau zu sein. Der Akku selbst, ein Lithium-Ionen-Batteriesatz, ist separat beigelegt im Auslieferungszustand. Er muss natürlich in das Spleißgerät eingebracht werden. Der Akku selbst hat eine Kapazität von gut 600 Spleißen, 620, 640 Spleißen, wenn er vollgeladen ist. Er hat eine kleine Kontrollleuchte hier an der Seite, sodass man also schauen kann, wie gut der Ladezustand entsprechend gegeben ist. Er wird hier in das Spaßgerät eingebracht, Kläppchen verriegelt und verbleibt dann also im Spaßgerät. Ist der Akku von seiner Ladekapazität entladen, besteht die Möglichkeit natürlich über 230 Volt Netzteil, was also hier entsprechend im Lieferumfang sich natürlich befindet, oder optional über ein 12 Volt Kfz-Ladekabel den Akku zu laden. Wichtig an der Stelle zu erwähnen, der Akku verbleibt also im Gerät, es muss nichts demontiert werden und es kann während des Ladens also ganz normal gespeist werden. Des Weiteren befindet sich im Koffer im Auslieferungszustand nochmal separat in einer Luftpolsterfolie verpackt unser Präzisionstrenngerät. Das hier ist das FC8, auf das soll ich ja nochmal etwas genauer eingehen. Befindet sich eine Speicherkarte, eine WLAN-SD-Card hier noch entsprechend im Gerät, im Koffer. Und wir haben unsere Speisschutztrasse Krimp natürlich an Bord, im Speisgerätekit mit inkludiert. Die Speisschutztrasse Krimp wird, das werden wir gleich sehen, an unserer Arbeitsstation gut angebracht, sodass sie gut nutzbar ist und wird im Regelfall ja im deutschsprachigen Raum als Schutz für unsere Speisstelle an den gespeisten Fasern genutzt. Alternativ dazu sind am Spleißgerät selbst natürlich entsprechende Öfen montiert, sodass der Schrumpfspleißschutz entsprechend also auch verarbeitet werden kann. Eine LED-Arbeitsleuchte komplettiert im Anschluss als optionales Zubehör unsere Arbeitsstation und leuchtet dann perfekt unseren Arbeitsbereich entsprechend aus. Und wir haben als letzten wesentlichen Bestandteil in diesem Spaßgerät noch unsere Arbeitsstation mit dabei. Hier konkret die Arbeitsstation vorn. Alternativ zu der Arbeitsstation vorn gibt es noch zwei weitere Varianten, nämlich die Arbeitsstation kurz und die Arbeitsstation hinten. Ich würde jetzt in dieser Präsentation auf die vorne entsprechend mich beziehen wollen. Sofern Sie sich also die anderen Arbeitsstationen anschauen wollen, verweise ich auf unser extra Tutorial zu den Workstation. Um das Ganze entsprechend so aufzubauen, dass man seinen ersten Spleiß realisieren kann, geht man im Grunde genommen wie folgt vor. Wir haben den Akku entsprechend eingebracht. Gegebenenfalls muss der Akku natürlich dann entsprechend erstmal geladen werden. Die Arbeitsstation selbst ist ein im Grunde genommen faltbares, zusammenlegbares Gestell, was immer, egal welche Variante wir am Start haben, über den Ofen entsprechend montiert wird. Das heißt, es wird also entsprechend hier nur über den Ofen montiert. Die
eingerastet und steht entsprechend jetzt schon so zur Verfügung. In dieser nicht ausgeklappten Variante haben wir die Möglichkeit, jetzt hier unsere Speichschutzpresse aufzubringen, hier auf diesem Industrieklett unser Trenngerät. Und sofern Sie die Notwendigkeit haben, die Spleißkassette direkt an das Spleißgerät anzubringen, haben Sie die Möglichkeit, bei dieser Arbeitsstation vorn selbige Vorrichtung entsprechend auszuklappen, sodass Sie also hier jetzt entsprechend Ihre Spleißkassette ablegen können. Sie haben hier einen gefederten Anschlag, sodass also unterschiedlich große Kassetten entsprechend sicher geführt sind. Hier, wie gesagt, kommt jetzt unser Trenngerät drauf, hier unsere Spleißschutzpresse Krimp. Mit dieser Arbeitsstation wird der Monitor natürlich entsprechend nach oben geklappt, sodass man im Grunde genommen immer wieder die gleichen Arbeitsschritte hat und von vorn nach hinten entsprechend arbeitend das Gerät nutzen kann. Das wäre der Aufbau. Sofern Sie, wie gesagt, jetzt zusätzlich noch eine Arbeitsleuchte mit nutzen wollen, haben Sie die Möglichkeit, eine kleine LED-Lampe, die dimmbar gestaltet ist, entsprechend mit anzubringen. Dazu wird im Grunde genommen ein kleiner magnetischer Arm hier entsprechend angebracht. Die Leuchte wird entsprechend darauf gesetzt. Und Sie haben an der Seite zwei entsprechende Anschlüsse für In- und Output. Ja, Output können wir also entsprechend jetzt hier unser kleines Käbelchen entsprechend anschließen an die Lampe. Und haben jetzt die Möglichkeit, über eine dimmbare LED-Leuchte sich den Trenn-Krimp-Einlegebereich entsprechend separat auszuleuchten. Das wäre der Aufbau des T72C Plus in der Variante mit der Arbeitsstation vorn. Und Sie könnten im Grunde genommen jetzt das Gerät starten und Ihre ersten Spleiße realisieren.